Moin, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Fred aus der Lüneburger Heide. Und ich habe den schönsten Job, den ein Pferd in der Heide überhaupt haben kann. Mit meiner besten Freundin Britta und meiner Lieblingskollegin Maya zeige ich vielen Besuchern von nah und fern auf unseren Kutschfahrten unsere schöne Heimat. Denn das bin ich auch, und zwar mit Leib und Seele, ein waschechtes Heidekutschpferd. Und da ihr ja nicht alle gleichzeitig in unsere schöne Kutsche passt, erzähle ich euch, wie es hier so ist und was Britta, Maya und ich den lieben langen Tag so alles erleben. Ach, und Motte natürlich, unsere Sicherheitschefin, die kann ganz toll bellen. Ihr seid sicher gespannt, wie so eine Kutschfahrt abläuft. Deshalb nehmen wir euch heute einfach mal mit auf so einen Ausflug. Natürlich nur im übertragenen Sinn. So übers Internet geht ja fast alles, ihr wisst schon. Das sind unsere Gäste heute, mit denen wir gleich loskutschieren werden. Und die haben, wie man sieht, genauso gute Laune wie ich und die Britta. Aber die hat ja fast immer gute Laune. Wir sind eben ein echtes Team. Auf so einer Kutschfahrt durch unser lila Land gibt es so viele tolle Dinge zu sehen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich kann mich ja selbst manchmal kaum satt sehen an den Landschaften der Heide. Und ich kenne die ja schließlich aus dem FF. Klar. Sieht man hier zum Beispiel. Das ist der Wilseder Berg, der damals zuallererst unter Naturschutz gestellt wurde. Und mit 169 Metern Höhe auch direkt unser höchster Berg hier. Quasi unser Matterhorn der Heide. Wie im Märchen die Landschaft, oder? Übrigens auch toll für alle, die gerne Fotos machen. Die lächeln dabei immer alle ganz verzückt. Das habe ich beobachtet. Und was mir ja immer wieder so einen kleinen, gruselig schönen Schauer über den langen Rücken jagt, ist der sagenumwobene Totengrund. Hier ist es manchmal richtig mystisch. Und besonders im Herbst, wenn die Morgennebel aufsteigen, ist die Heide so schön, dass es selbst mir manchmal die Sprache verschlägt. Und das will was heißen. Ich rede doch so gern. Übrigens kann Britta ganz tolle Heidegeschichten erzählen. Das macht sie immer, um unseren Gästen viel spannendes Wissen über unsere Heimat zu vermitteln. Ich höre immer heimlich zu und finde, sie macht das wirklich klasse. Orte, die ganz prominenten Persönlichkeiten gewidmet sind, die gibt's hier natürlich auch. Hannibal, ihr wisst schon, der mit den Elefanten über die Alpen ist und so, der hat hier sogar einen eigenen Hügel als Gedenkstätte. Hannibals Grab heißt das, obwohl er hier gar nicht begraben liegt. Außerdem bin ich sicher, hätte der Hannibal mich gekannt, hätte er auf die Elefanten verzichtet und wäre lieber mit unserer Kutsche und Britta, Maya und mir gefahren. Und Motte, klar. Aber hey, wer nicht zufrieden ist mit dem, was er hat, der wäre auch nicht zufrieden mit dem, was er haben möchte, nicht wahr? So, nun habt ihr einen kleinen Eindruck, was man auf so einer Kutschfahrt sehen kann. Und es gibt noch so viel mehr, was ich euch zeigen möchte. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Bis dahin, fröhliche lila Grüße von eurem Fred.